Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Far Cry 5 und wir nutzen jetzt mal die Schnellreise hier in der Nähe, die leider deaktiviert ist, oder? Nee, hier ist eine Schnellreise aktiviert. Machen wir hier mal eine Schnellreise hin. Absprung. Und dann erreichen wir den Bunker natürlich schneller, Freunde. Das ist das Ziel dahinter. Die Frage ist, wie ist der Bunker bewacht und was weiß ich. Müssen wir dann gucken. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir da überhaupt hinkommen. Jacob ist ja an sich schon tot. Aber wir müssen wahrscheinlich die Bliss-Produktion da zerstören oder so ähnlich wie bei Face damals. Ja, schauen wir mal, was das wird. Ich werde heute, heute ist Sonntag, wo ich das aufnehme hier, 9 Uhr morgens. Ich werde heute Gas geben und probieren, das Spiel sogar fertig aufzunehmen. Ich werde so bis 1 Uhr aufnehmen. Also jetzt insgesamt 4 Stunden. Wird eng. 4 Stunden sind wie viele Folgen? Wenn eine so ungefähr 20 Minuten dauert. 12 Folgen, ja, das wird nichts. Vielleicht mache ich auch bis 2. Weil das 2 Uhr Video ist schon hochgeladen, also alles gut. Dann werden es aber auch nur 15 Folgen, also viel mehr wird das auch nicht. Aber egal. Da vorne ist Jacobs Bunker. Als die Peggys ausgerastet sind, habe ich mir einen Vorrat Kokosöl angelegt. Das ist ein prima Gleitmittel. Und kochen soll man damit auch können. Kokosöl. Ich hole mir mal kurz den anderen. Chucky oder so. Aber der könnte theoretisch mit reingehen. Ich weiß nicht, ob er es darf. Du hast recht, ich habe mir ein Päuschen verdient. Ich weiß nicht, ob der da noch mit reingelassen wird, aber das werden wir dann sehen. Wir sind auf jeden Fall in der Nähe. 250 Meter haben wir wahrscheinlich bei der Landung noch ungefähr. Oh, ein bisschen weniger sogar. Eieiei. Aber ich nehme mal sonntags so einen ganzen, ja, Far Cry 4 auf, weil das macht da Sinn. Ich komme zu dir. Ich muss mal gucken, was ich als nächstes Projekt da mache, wenn Far Cry dann vorbei ist. Wir sind ja ungefähr bei 2/3 jetzt, würde ich sagen. Ein Drittel kommt noch. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in der es vor Peggys nur so wimmelt. Jacobs Schlüssel bringt dich da rein, aber das ist noch der leichte Teil. Die werden auf dich vorbereitet sein. Eli hatte irgendwelche Pläne von diesem Ort. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit ist Vorsicht angesagt, Deputy. Unsere Ressourcen, unsere Leute sind kostbar. Oh, schöne Technik. So Ninja-mäßig. Was? Ich bin unterwegs! Wo ist denn da einer? Wow, das war knapp. Ja, jetzt wurde ich gesehen. Aber von wo? Noch nicht. Ah, da oben. Das war wieder knapp. Da oben ist noch einer. Komme ich hier irgendwie entspannt hoch? Ja, hier. Also entspannt relativ, aber... Ich komme hier hoch, sagen wir es so. Was denkt hier für ein Typ? So. Was ist hier drin los? Ist hier noch irgendwo Moon oder so? Erste Hilfe Set. Erstmal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Und, okay, ich glaube, ich hab... Freunde, was wir auch nochmal schnell gucken. Vorteile. Wir haben da lange nicht geguckt. Wir haben 17 Punkte. Was kriegt man dann hier? König der Fischer braucht man jetzt nicht. Dschungelkönig. Tierangriffe braucht man auch nicht. Erntemeister, nein. Maximale Gesundheit.
Und nochmal maximale Gesundheit. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Ja, mal nachladen. Warten, dass die Gesundheit vollgeladen ist. Mittlerweile sicher abgeriegelt. Und dann geht's ab, Freunde. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Okay, da sind zwei Leute. Hier kommt man nicht durch, fuck. Habe ich so gedacht, ja. So. Drucktüren entriegelt. Ist das Schlimmste, was sein kann. Na los! Wow, das wollte ich nicht machen. Wow, hinter mir. Schalt mal kurz einmal durch hier. Da unten kommen noch welche. Okay, der ist irgendwo hier vorne. Meine ich das nur? Oder geht das bisher leichter als Face? So, schauen wir mal, was hier kommt. Sieht nach einer Videosequenz aus. Ja. Rookie, bist du echt? Das macht den Scheiße. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Er sagte, ich sei schwach. Töte mich nicht. Dass ich es verdiene. Oh Mann, oh Mann. Vielleicht hat er recht. Nicht ich werde dich töten. Vielleicht. 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 Ja, wirklich. Was macht er? Vielleicht. Ja, wirklich. Okay, der zerstört das Ding. Vielleicht. Ja, wirklich. Es war irgendwie klar, als der Hammer da lag, dass irgendwer es zerstören muss. Ich dachte aber, ich muss das machen. Was ist da drin? Gibt der mir jetzt die ultimative Waffe, oder was? Oder will der jetzt mich erschießen? Sie macht mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Okay. Der rastet ja komplett aus. Anstatt er mir die Moon mitgibt. Okay. Okay, okay, Freunde.
Wow. Fuck. Okay. Und das ist deutlich einfacher, finde ich. Wow, wow, wow. Hier sind zu viele. Ich muss mal kurz nachladen. So, Freunde. Wir müssen weiter. Wasserdruck im kritischen Bereich. Wasserdruck im kritischen Bereich. Kommt hier kein Gegner mehr, oder? Scheinbar nicht. Erreiche eine sichere Entfernung. Easy. Kollegen habe ich da gelassen. Eieiei, Freunde. White Tail Mountains ist damit auch befreit, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal noch das Video hier, was hier kommt, wenn hier was kommt. Gucken wir mal kurz. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Ah, die Beerdigung von Freunde. Eli. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Der wird verbrannt. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld, Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ja. Für die schon. Edens Geld endet heute. Peggy. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern yes. an diesen Bäumen hängt. Ja! Ja! Ja. Meine Kinder, ein Siegel ward geöffnet. Mhm. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Er kämpfte gegen unsere Eltern. Gegen die Regierung. Auch gegen mich. Aber hauptsächlich gegen sich selbst. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Er sah sich als eine Waffe. Ohne Zweck.
als ein Krieger ohne Vermächtnis. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Die ihr die Sünder aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Ihr werdet die Sünder aus unserer Heimat vertreiben. Jacobs Tod war nicht vergebens. Okay. Okay, okay, okay. Whitetails sind ehrliche Leute, keine Frage. Die Kriegsopfer? Sache, die haben jeden Erfolg verdient. Ah, ist abgeschlossen, Kriegsopfer, ne? Ja, ich muss jetzt nicht irgendwie Kriegsopfer machen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei und natürlich morgen 15 Uhr. Wieder bei der nächsten Folge von Far Cry 5. Wir fangen dann morgen mit dem Gebiet von, wer ist es denn hier? Steht das hier irgendwo? John an. Da werden wir zur Kürbisfarm wahrscheinlich, Richtung Kürbisfarm gehen. Wir können schon mal die Schnellreise machen, weil ich werde da morgen eh von da weitermachen. Ja, von daher wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dahin, haut da rein. Ciao. Saying goodbye.